Die Fußballsaison 1986-1987. Für den ersten FC Lokomotive Leipzig war sie die wohl erfolgreichste Saison. Vor 25 Jahren stand der Leipziger Traditionsverein im Europapokalfinale gegen Ajax Amsterdam auf dem Feld. Grund genug, um die Mannschaft um Trainer Hans-Ulrich Thomale wieder zusammenzubringen. Einen Abend lang schwelgen Spieler, Trainer und Fans unter der LVZ-Kuppel in Erinnerungen. Das ist ein super Gefühl. Eigentlich ist es an Erfolgen vorzuweisen und nicht zuletzt dieser ganz große Erfolg, den es ja nur in der DDR dreimal gab. Das erfüllt natürlich uns alle mit Stolz und ich freue mich unheimlich, dass ich den größten Teil der Spieler gesund und munter wieder vorgefunden habe. Zwei Halbzeiten inklusive Verlängerungen stehen Trainer Thomale und seine Jungs, Lokche-Biograf Marco Hoffmann, Rede und Antwort. Und da geht es natürlich auch um das legendäre Europapokal-Halbfinale gegen Girondins Bordeaux. Das entschied Lok Leipzig vor 100.000 Zuschauern im Leipziger Zentralstadion für sich. Nicht zuletzt wegen der herausragenden Leistung von Torhüter René Müller. Seine liebste Erinnerung aus 20 Jahren Lok Leipzig ist jedoch eine andere. Sie werden lachen, das war das erste Jahr bei Lok Leipzig. Da sind wir deutscher Meister im Knabenbereich geworden, unter 12 Jahre in Schwerin, bei einem landesweiten Turnier. Und ich habe das Turnier abgeschlossen, ohne ein Tor hereinzukriegen. Die Freude am Fußball, die ganz persönlichen Ideale, der Teamgeist. Das machte den Traditionsverein in den 80er Jahren aus, wie Kapitän Frank Baum erinnert. Der Charakter der Mannschaft war einzigartig. Wir hatten Persönlichkeiten. Dazu kam noch, dass wir alle Spieler aus dieser Region waren und sozusagen geschmiedet wurden. Und letztendlich muss es aber dann auch auf dem Fußballfeld funktionieren. Und ich glaube, mit Nachhinein sagen zu können, dass das funktioniert hat. Auch wenn es im Mai 1987 im Finale gegen Ajax nicht zum Sieg reichte, blickt die Mannschaft gern auf ihre Pokalsaison zurück. Sich auf die eigenen Wurzeln zu besinnen, das rät Thomale auch dem aktuellen Stab. Mehr denn je hat natürlich die wirtschaftliche Seite eine riesengroße Bedeutung. Und Lok besitzt natürlich nicht die Millionen wie ein Herrn Matteschütz, der also Red Bull Leipzig unterstützt. Und deshalb geht es darum, kleinere Brötchen zu backen. Das heißt also wenigstens die Regionalliga zu erreichen. Die einen verkörpern die Tradition und die anderen haben das Geld. Am Sonntag spielt der Fünftligist gegen die zweite Mannschaft von Dynamo Dresden. Dann können sie zeigen, wie viel Tradition auch in ihnen steckt.